Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, als erstes so in Richtung der FDP. Den Antrag haben wir natürlich mit großer Freude gelesen, weil ich war 2010 bis 2012 auch im Schulausschuss. Da habe ich die FDP noch ein bisschen anders wahrgenommen, als wir damals diskutiert haben, wie können wir denn die Schullandschaft in Nordrhein-Westfalen anders aufstellen. Das hat ja dann geendet mit dem Schulkonsens, den wir dann mit der CDU ja zusammen beschlossen haben. Und die Sekundarschule ist ja ein Ergebnis des Schulkonsens gewesen. Und damals haben Sie sich noch heftig gegen diese neue Schulform geäußert. Von daher zeigt das ja einen Fortschritt an der Stelle, über den wir uns auch in der Tat sehr freuen. Sie haben eigentlich, und das haben ja auch jetzt verschiedene Redner schon angesprochen, die Bedeutung der Sekundarschule für den ländlichen Raum als letztes Schulangebot zum Teil. Und dass man eben in der Tat gucken muss, wie kriegt man das weiterentwickelt, wie kriegt man das erhalten. Ich kann mir aber natürlich den kleinen Seitenhieb nicht verkneifen. 2010, 12 haben wir noch Debatten gehabt, kann mich auch im Kreis Steinfurt gut daran erinnern. Da ging es um die Frage Erhalt der Hauptschule, wo wir längst weiter waren in der Diskussion, wo klar war, dass diese Schulform keine Perspektive mehr hat, wo aber erbittert daran festgehalten wurde, ich glaube, viel an Reformstau, den Sie auch zu verantworten haben noch an der Stelle, mit dem wir auch heute noch kämpfen, wenn es um die Frage geht, ob wir die Sekundarschule erhalten können. Das Problem ist klar, wir haben auf der einen Seite die Sogwirkung der Gymnasien, die immer mehr Schüler eben an sich ziehen, auf der anderen Seite die demografische Entwicklung, dass insgesamt immer weniger Schülerinnen und Schüler vorhanden sind. Und klar ist auch, in dieser Gemengelage muss die Sekundarschule dann ein vernünftiges, ein gutes schulisches Angebot darstellen, wo die Eltern und die Schüler auch sagen, ja, wir sind bereit, diese Schulform mitzugehen. Wir melden uns dort oder wir melden unsere Kinder dort auch an, weil wir wissen, wir werden dort auch zu guten Standards ausgebildet. Und das Problem ist klar, auch das ist angesprochen worden, gerade im ländlichen Raum gibt es viele Orte, wo es eben nicht möglich ist, das dreigliedrige Schulsystem in alter Form eben zu erhalten. Es ist auch nicht möglich, eine Gesamtschule aufzubauen, weil auch dafür die Kapazität an Schülerinnen und Schülern fehlt. Und von daher ist die Sekundarschule genau das richtige Angebot eben vor Ort in den kleineren Kommunen. Sie haben in Ihrem Antrag die Zweizügigkeit ja erwähnt. Da ist natürlich doch schon noch mal wichtig zu erwähnen, dass ja auch schon jetzt die Zweizügigkeit zumindest vorübergehend möglich ist in begrenzten Fällen. Wir finden es richtig, wenn Sie jetzt den Weg gehen wollen und das auch dauerhaft ermöglichen wollen. Das halten wir für richtig. Den Weg werden wir auch mitgehen an der Stelle. Dass Sie in dem Antrag einführen, dass Sie sagen, Sie wollen das genauso wie bei Realschulen und Gymnasien machen, das wurde eben auch schon gesagt, das finden wir ein bisschen in dem Antrag ein bisschen irreführend, weil das ist ja jetzt schon der Fall bei denen und sie können sogar einzügig geführt werden, diese Schulform. Von daher sind sie an der Stelle schon besonders gut gestellt und es geht ja nur darum, die Sekundarschule eben gleichzustellen. Ein Aspekt ist uns allerdings schon noch mal wichtig an der Stelle. Sie schreiben in einem Antrag, dass es sei zu prüfen, ob und wie gymnasiale Standards umgesetzt werden. Also da sind wir schon der Meinung, dass wir, als wir die Sekundarschule eingeführt haben, gesagt haben, dass der gymnasiale Standards einzuhalten, also die Schülerinnen und Schüler zu befähigen, danach in die Oberstufe auch wechseln zu können, das ist ein konstitutives Merkmal der Sekundarschule. Und ich glaube, wenn Sie da tatsächlich, wenn das denn dann die Intention wäre, da die Axt anzulegen, das in Frage zu stellen, dann würden Sie die Sekundarschule natürlich an der Stelle entwerten und ihr einen Bärendienst leisten. Wir sind der Meinung, dass da, wo Sekundarschule draufsteht, auch Sekundarschule drin sein muss, einschließlich der gymnasialen Standards. Und Sie sehen, Frau Ministerin, wir sind da durchaus insgesamt aber sehr nah an dem, was hier die Koalitionsfraktionen vorgelegt haben. Wir können vielen zustimmen, freuen uns auf die Beratung im Schulausschuss, stimmen der Überweisung natürlich zu. Vielen Dank.